Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Moment, ich mach mal eben die Boxen aus, habe ich ganz vergessen gerade. Und letztes Mal ist uns ein kleines Malörchen passiert. Und zwar ist einfach mittendrin nach einer Stunde Aufnahme die Aufnahme abgebrochen. Und die nächste Stunde, die ich an Aufnahme hatte, das waren 2 Stunden insgesamt, zum Glück nicht mehr. Das heißt, uns fehlt jetzt quasi 1 Stunde Spielzeit, in der dieses hier entstanden ist, dieses unfertige Produkt, wo ich momentan noch nicht sicher bin, ob das gut aussieht oder eher nicht so. Soll aber eher so in der Größe sein. Ist ein bisschen doof. Ich habe jetzt natürlich die Voice von den Aufnahmen. Vielleicht haue ich die noch so irgendwie mal raus. Aber leider fehlt der komplette Anfang der Brücke sozusagen. Also ich weiß nicht genau, bis wohin er aufgenommen hat. Ich schneide das hier alles zusammen in einem Rutsch quasi durch. Das habe ich gestern, also eigentlich heute Morgen, bis 6 Uhr morgens, habe ich da ein bisschen rumgeknebelt, rumgeknibbelt, dass wir die Brücke endlich mal hinkriegen, und dann hat er die Scheiße nicht aufgenommen. Naja. Jedenfalls, es gibt auch ein, also gut für euch, weil es gibt nämlich auch einige Verbesserungen. Hier muss ich zum Beispiel alles wieder entfernen. Auch das Holz hier, das wird das erste sein, was ich jetzt mache. Das muss ich leider wieder raushauen. Sorry, wenn da jetzt irgendwie ein großes Stück fehlt. Warte, Moment. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Ist natürlich ein super Einstieg in die neue Aufnahme. Und das hat mich so maßlos geärgert. Momentan geht so viel schief einfach. Bei Night of the Rabbit hat da irgendwie die Moderationsspur verquanzt. Da waren dauernd Ruckler und Hakler drin und ich weiß nicht warum. Das musste ich alles, ich weiß nicht, da habe ich bestimmt 100 Cuts machen müssen, um das alles wieder ungefähr zu synchronisieren, die eine Aufnahme. Und jetzt gestern noch hier die verpatzte Aufnahme und so weiter. Und ich habe... Nein. Momentan ist echt der Wurm drin. Weißt du was? Ich schmeiße jetzt mal die Druckplatte hier weg. So, davon können wir uns immer noch ein paar machen. So, da liegt noch Gravel von heute Morgen, von der Aufnahme quasi. Dann sieht man da auch nicht meine grandiösen Sprünge ins Wasser da hinten und wie ich darüber geflucht habe. Verdammt. Es war so professionell, wie ich da hinten einfach zweimal runtergestürzt bin, als ich hier bauen wollte. Als ich dann hier rückwärts quasi alles angebaut habe. Aber na egal, die Slabs wären ja nicht schlecht. Ich habe ja extra eine Menge Slabs gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das noch in der Aufnahme sieht. Und die werden ja nicht schlecht. Scheiße, Mann. Oh, ist das ätzend. Lauf ich mal ganz kurz zurück. Es sind wohl doch ein paar zu viele. Und dann ballere ich das erstmal in die Kiste. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt innerhalb der 5 Minuten. Die Spawn-Zeit müsste das eigentlich gehen. Außerdem laufen wir ja, glaube ich, direkt schon in einen anderen Cluster hinein. Also in einen anderen Chunk, sozusagen. So. Denn der Grund, warum ich das alles nochmal ein bisschen höher machen möchte, ist nämlich der, dass man auf dieser Höhe hier quasi nur das Brett in der Fresse hatte. Und deswegen mache ich das ein bisschen höher, dass man wenigstens ein bisschen darüber gucken kann. So, Moment. Dann schmeiße ich das mal rein, davon haben wir eh genug. Und dann laufe ich gleich mal wieder da hinten hin und dann sammle ich erstmal die restlichen Dinge an. Wir werden eh noch ein paar von den Slabs brauchen, alleine fürs Brückengeländer. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß noch nicht genau, ob das geil aussehen wird. Das ist, glaube ich, so eine... Ich dachte gerade, ich habe Gravel aufgenommen. Keine Ahnung. Na, jedenfalls, das ist eher so eine Brücke, die, glaube ich, von Weitem gut aussehen wird. Aber nicht unbedingt, wenn man direkt drüber läuft. Ich bin jetzt noch nicht hundertprozentig von überzeugt, dass es geil aussehen wird. Und eigentlich könnte man sich für die Lichter bei der Brücke auch einen Tag- und Nachtschalter holen. Aber dazu müsste man Redstone auch unter der Brücke verlegen können. Und das will ich nicht unbedingt. Ich habe zwar auf der linken Seite, hier sieht man das so ein bisschen, da habe ich zwar diese Erdstreben, aber das ist ja eher so ein Baugerüst, damit man auch unter der Brücke bauen kann. Aber trotzdem werde ich ja kein Redstone verlegen können, fürchte ich. Zumindest nicht so, wie ich das hier brauchen würde, um die Brücke nachts beleuchtet zu machen. La 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 la. Dazu bräuchte man dann wirklich Funkstrom hier, also so ein Funk-Redstone. Hä? Hä? Wieso kann ich mit der Diamantaxt die Stone-Slabs weghauen auf einmal? Was ist denn hier los, sag mal? Erst erscheint die Spitzhacke aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die Spitzhacke habe ich aus Versehen abgebrochen in der Aufnahme.
in der letzten. Und dann war es aber ganz plötzlich wieder da. Ich bin aber nicht in Creative Mode, sonst würden die Dinger hier nicht runterzählen, aber irgendwie. Haltbarkeit, Effizienz, aber doch nicht bei Steinen. Ich bin gerade verwirrt. Ich habe das Gefühl, irgendwie ist das Spiel bei mir buggy. Buggy. Na gut, das liegt wahrscheinlich immer noch am Multicore. Ich habe schon wieder Multicore eingeschaltet wegen der Performance. Aber irgendwie ist hier der Wurm drin. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich weiß nicht genau, warum. Das war ja gerade merkwürdig. Vielleicht waren die ja gar nicht weggehauen. Vielleicht waren die einfach nur unsichtbar. Aber ich habe doch gerade noch welche reingebaut. Das ist ja super merkwürdig alles. Was ist denn das für eine komische Musik? Treasure Chest of the Heart. Aha. Aus von Kenji Ito. Eigentlich wollte ich sogar keine Musik mit Gesang im Hintergrund haben. Ja, wie gesagt, momentan ist wirklich alles buggy. Ich probiere mal ganz kurz was mit der... Nee. Also es liegt definitiv nicht in irgendeinem Creative Mode oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was da gerade los ist. Diamantaxt. Vielleicht ist die einfach nur... Vielleicht liegt es wirklich an der Effizienz. Naja. Habe ich noch nie auf Stein probiert. Vielleicht deswegen. Und wir brauchen... Wir haben jetzt nur noch ein Stack Holz. Den anderen habe ich ja gestern niedergemacht für die ganzen Slabs hier sinnigerweise. Wir brauchen aber... Was wir brauchen ist Cleanstone. Da haben wir nur noch 13 von. Das heißt, wir müssen mal wieder zurück. 64. Ach, hier haben wir noch 64. Aber das wird eh nicht reichen. Wo ist denn Derpy schon wieder? Derpy! Die macht auch immer... Es ist unfassbar. Die ist jetzt auch nicht hier. Au! Ah, Fakten. Fakten, Fakten. Ich schau mal ganz kurz. Natürlich, wo soll sie auch sonst sein? So, dann düse ich mal eben ganz kurz rüber. Ich hol mal ganz kurz Cleanies, weil wir werden noch ganz viele Steinziegelsteine brauchen. Was ich übrigens für ein absolut bescheuertes Wort halte, Steinziegelsteine. Aber heißt wohl so. La la la, Hitori. Hallo? Was machst du da? Nein, Alter, jetzt. Aua, Mann, was ist denn heute los? Also ich habe in dieser Aufnahme überhaupt kein Glück. In dieser Aufnahmerunde, das ist ja unfassbar. So. Cleanies. Habe ich hier noch welche reingeschmissen? Nee, ne? Ich habe keine Cleanstones mehr. Hatte ich mir nicht extra eine Menge gemacht? Hier sind noch Cleanstones. Und hier sind noch Cleanstones. Und hier sind noch Cleanstones. Juhu, Level 1. Hier sind noch Cleanstones. Ach ja, weil ich die Spitzhacke repariert habe. Deswegen Level 1. Ich weiß halt nicht mal, was man letztes Mal in der Aufnahme gesehen hat. Das kann ich leider überhaupt nicht sagen. Deswegen muss ich hier immer noch mal alles so ein bisschen erklären. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. So, warte. Hier nochmal einen drauf. Dann schmeiße ich auch weg. Und dann hole ich mir mal restliche Cleanstones. La, 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 la. Ja. Die hole ich dann später. Unten haben wir, glaube ich, auch noch welche drin. Lauf nicht weg, Derpy, Mann! Wo war eigentlich unser Roboter? Also unser... War der nicht immer hier im Garten? Haben wir den irgendwo anders rausgelassen? Habe ich den irgendwo anders hin verfrachtet? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Unten ist auf jeden Fall noch einer. Den haben wir aber extra nochmal hingebaut. Und hier oben, der scheint ja irgendwie weg zu sein. Naja, egal. Komm. Wir fliegen mal rüber. Was flimmert denn hier gerade so? So.
So. Huch. Die Dirpi kann dann wieder abhauen und man sieht schon, da drüben hatten wir, glaube ich, genau diese gleichen mit so einem Ding hier angefangen, mit diesem Stöpsel, und genauso wollte ich das halt haben mit dem Brückengeländer. Achso, und ich wollte ja erstmal Steinziegelsteine machen. Hier ist gerade alles voll, leider, weil 13 Flints, die brauchen wir unbedingt, 2 Blumen sind auch sehr wichtig, wie ich sehe. Vielleicht lege ich aber die Dinger dahin und dann packe ich mal, die Blumen kann ich auch irgendwo schön einpflanzen, weißt du. Hier, das war total das aufwendige Ding. Huch, jetzt ruckelt's auch noch. Und jetzt mache ich mal hier den hier. Und den hier. Und den hier. Zack. Ich bin so scheiße. Ich wollte gar keine Steinstufen machen. Mann, was ist denn heute los? Ach hier, leck mich doch. Pass auf. Die Kiste ist voll. Weißt du, was wir dann machen? Kotzen. Das gibt's doch nicht. Was soll ich denn mit so vielen Steinstufen? Jetzt muss ich auch was damit bauen. So, pass auf. Ich mache jetzt mal Folgendes. Kann ich mir ruhig den ganzen Stack voll nehmen. Zack. Die Dinger holen wir uns gleich wieder. Ah ne, da muss ich erstmal hier wieder ran. 1, 2, 3, hier. 1, 2, 3, hier. 7, 8. So. Das Holz schmeiße ich auch mal dahin. Hauptsache, wir können jetzt erstmal hier noch 2 Truhen bauen, weil langsam wächst mir das alles ein bisschen über den Kopf. So, Steinstufe, Steinstufe, Steinstufe. Mal gucken, wozu wir die später noch gebrauchen können. Jetzt momentan gar nicht. Da ist eh alles voll, dann schmeiße ich hier nochmal ein bisschen Wolle. Ach ja, für die Betten hatten wir noch Wolle dabei. Du kleiner Wolleproppen. Die Druckplatten brauchen wir auch gerade nicht. Lichter brauchen wir gerade. Die Holzslabs brauchen wir eigentlich auch nicht. So, da hinten flimmert es wieder. Im Hintergrund sehe ich gerade. Das können wir vielleicht gleich ausschalten. Erstmal gucken. Jetzt haben wir das. Die können wir brauchen. Die Ziegelsteine momentan. Die Pflastersteine momentan nicht. Auch nicht die Slabs, auch nicht die Stairs. Moment, Moment. Und dann bastle ich uns erstmal. So, jetzt aber richtig. Und hier hau ich nochmal einen drauf. So. Zack. Derpy, nicht von der Brücke springen, ne? Sehr gut, braves Mädchen. So. Dann bastle ich hier jetzt endlich mal zu. Ich hoffe, das klappt jetzt einigermaßen. Hier ist momentan ein bisschen der Wurm drin. So. Und was ich wahrscheinlich auch gleich mal mache noch im Anschluss, ich hoffe, das kriege ich noch hin. Ich werde da hinten nochmal kurz Bremser reinbauen, damit wir nicht über Bord gehen dauernd bei der Brücke. Weil wenn man das so rückwärts baut, dann geht das schneller, als man denkt, dass man sich da hinten nämlich auf die Fresse legt. So, und Holz habe ich dabei. Sehr gut, sehr gut. Gut vorbereitet mal wieder. So, dann kann ich die Dinger von hier verlegen. Moment, dann haben wir das gleich zumindest bis zum Ende da fertig. Und ich würde sagen, dann verlege ich das, dann laufe ich nochmal zurück und verlege von hier nochmal diese Reihe, dann nur noch das Holz. Dann haben wir die Brücke zumindest auf der richtigen Höhe. Also so vom selber drüber laufen. Unten haben wir die Slabs, die uns quasi die Grundlage bieten. Und diese Pflastersteinslabs da drunter, die sieht man zwar nicht von oben, aber von unten wird man das sehen. Und da müssen dann ja auch, wir brauchen ja noch Halterung. Das heißt, wir brauchen ja noch irgendwas, was die Brücke trägt. Ne? Und das, deswegen haben wir jetzt da unten diese Pflastersteine angebracht. Und an die kommen dann wiederum Stutzpfeiler dran. Aber das natürlich ein wenig später. Erstmal brauchen wir die Seite und wir müssen auch so viel machen, verdammt nochmal. Ich will nicht. Ich hätte eigentlich schon Bock, drüben die Steinstadt anzufangen. Mist, ich brauche Holz. Ich hätte schon Bock, drüben die Steinstadt anzufangen. Einfach nur, um da jetzt sowas hier weiterzuführen. Weil wenn wir hier zu viel bauen, dann kommen wir ja niemals weiter. Hier wollte ich noch was anbauen, pipapo, das wollte ich noch verbinden und so weiter. Da gibt es auf jeden Fall noch so viel, was man machen kann.